Ach Leute, dann kommen wir zur dritten Etappe der Terreno Aladio. Nein, ne, wir wissen ja schon. Und mal sehen, ob wir heute mit Sam Bennett und unserer Mannschaft das blaue Trikot erstmal verteidigen können. Oder ja, es heute verlieren werden. Ob wir heute am Ende dann fit genug sind bei den ganz vielen Bergen oder Hügeln. Jetzt kommt noch Stefan Denifil, der gestern gut angefahren hat, aber einfach zu früh, der war fertig und zerbendet. Ja, der macht es einfach. Mit Gegenwind fährt er einfach raus und holt sich das Ding. So, jetzt ziehen die ganze Zeit immer hinterher. Da wollen einige Teams nicht, dass da ein paar Ausreißer abhauen. Mir wäre es eigentlich egal, weil ein bisschen, ja, überhaupt welche abhauen können. Die gehen ja fast jeden Angriff hinterher, dass wir eigentlich mal hier führen können mit unserer Mannschaft. So, dann fangen wir mal an. Wo haben wir einen Hügel? Wo ist er? Morabito natürlich nicht. So. Die anderen müssen fahren natürlich. Die beiden können mal hier, die könnten. Morito kann mal hier Sam Bennett beschützen. Stefan Denifil kann mal ein bisschen zurückgehen. So. Oh, da ist ja noch einer. Müsste so mit nach vorne fahren. So habe ich mir das vorgestellt, dass hier unser Team mal ein bisschen Führungsarbeit macht. Machen wir sonst nie. Mal was Neues oder was Neues. Was wir nicht so oft machen vom Hauptfeld her, dass wir da mal führen. So, erstmal was zu trinken holen. Plarre. Der Wind ist auch wieder so extrem stark, wie ich gerade sehe. Ja. Windkanten kann es auf jeden Fall raushauen. So, jetzt kommt da gleich die erste Anstieg, der erste Anstieg, der etwas härtere Anstieg. So, Mager auch wieder einen guten Tag. Hört, einen normalen Tag ist auch schön. Dass der auch mal einen normalen Tag hat. Hätte ich auch nicht gedacht. So, die haben sich jetzt hier alle einsortiert. Schilling, komm mal ein bisschen weiter nach vorne. Soll jetzt als Zweiter da so fahren. So, wir forcieren mal ein bisschen das Tempo. So, jetzt müssen wir mit Sam Bennett ein bisschen weiter vor. Stefan Denifil hat heute richtig guten Tag. Oh, Plarre, er fällt in ordentliches Tempo. Die Frage, ob Kevin nicht jetzt noch mitfährt oder ob der schon ein bisschen subbelt. Wo ist er denn? Quickstep? Nee. Ah, der scheint mir ein bisschen fertig zu sein. Plarre, geh nach hinten, hol dir was zu süffeln. Immer noch die vier Ausreißer. Schilling, Pösteberger, Hürt.
Tut mir leid, dass ich gerade nichts gesagt habe. Ich weiß gar nicht, warum ich nichts sage. Ich denke jetzt nicht. Oh mein Gott, Sam Bennett, minus 5 Tagesform. Ach du Scheiße. Aber wir haben noch den, die 4. Ja, okay, plus 2 bloß. Mal sehen, wie der Schächer gleich wegfliegt. Oh mein Gott. Sam Bennett, minus 5. Das kann doch nicht sein. Den ersten, so. Pösteberger verschwindet jetzt. Ist gar nicht gut. Oh, einer der Favoriten ist weg. Welcher? Cavendish? Cavendish ist weg. Schön. Greipel ist auch weg. Der war sowieso ein Anfrage, glaube ich. Mager, der kann auch nicht mehr. So. Wer greift denn da jetzt an? Tommy Lestlatka und Adam Hansen. Oh, der letzte Anstieg, der wird sowieso Sam Bennett die Mordeaufgabe, die Mörderaufgabe, weil der einfach nicht mehr kann. Wegen die scheiß Tagesform kann der Sack nicht mehr. Ich muss mal das Hinterrad von... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Erstmal... Das von unserem... Österreicher. Oh, Pito kann man ein bisschen zurückfallen lassen. So, jetzt haben wir den Adam Hansen. Oh, das Feld brücht sich jetzt. Und will jetzt nicht angreifen. Marco Haller jetzt, der kann aber auch nicht mehr. Jetzt kommt. Der will angreifen. Lars Boom. Stefan Dini viel hinterher und Sam Bennett. Stefan Dini viel fährt natürlich jetzt weiter. Und jetzt kommt Kanchalara. Alter, den ich hier verpisst, ey. Schnießt mir nur im Weg. Ja, ist klar. Ach, 30 Sekunden, die holen wir in Millisekunden auf. Das ist ganz logisch. Wie wär's mal mit... Ja, ich meine das ernst. Nein, ich meine das, ja, Strategie. Ja, Sam Bennett, du bist doof. Ja, ich meine das ernst. Ja, ich meine das ernst. Warum sprinten die alle schon? Hä, wer sprintet denn da alles? Flip the Bear? Macht mich voll kirre. Jetzt kommt nochmal Sam Bennett. Und John Degenkolb gewinnt. Und Sam Bennett wird Fünfter. So, Morabito und Dini... Och, das war knapp. Darauf hätte ich ja keinen Bock gehabt, dass er jetzt noch ein bisschen Zeit verliert. Das war eine flache Etappe. Frag Cavendish. Ah, Sam Bennett. Hätte mal einen Tag gehabt, der nicht hatte Dinge gewinnen. Die Nifi hat einen guten Tag und trotzdem ist seine Frische wie so kaputt. So. Jetzt guck mal, von wo wir kommen. Also das war echt knapp.
einfach zu spät gesprintet, Jungs. Na, aber eigentlich nicht der schlechteste Hinterrad. Moreno Hofmann macht das nicht und dann gehen wir raus. Und setzen uns einfach mehrmals hin. Hier da hinter den Lottofahrer. Ja, aber ist nicht schlecht. Wiederholung der Siegerehrung. Jetzt muss er schon den Kopf wieder erst. Nee, Christoph müsste jetzt erster sein. Ist das eine. Boah, das macht mich kirre. Zeit hin und her Schieberei. Geht das hier auf den Sack jetzt. Christoph erster wieder der Punktewertung. Busato immer nur erster der Bergwertung. Moreno Hofland vor Tim Wellens, Lella und Fomolo. Christian Mager ist aber auch noch gut dabei mit 2,58. Team Canada Garmin, okay. Sieg für John Degenkolb. So, unsere Jungs sind natürlich alle bei hier. Morabito und Dini viel. Der hat ganz knapp und Morabito hoch, alter Falter. Fast noch rausgefallen. So, das war's für den Österreicher morgen. Hoffen wir einfach mal, dass er hatte plus zwei Tagesform und trotzdem war die Frische nicht so gut. Training von Stefan Dini viel. Was ist der los bei dem? Was ist da los bei dem? Eigentlich. So, wir gucken mal Training. Was ist ja denn traditionell so? Da haben wir. Freut er sich gleich ein Pullerkeks. So, sind die Sponsoren eigentlich fröhlich hier für unser Sam Bennett Etappensieg? Hier. In Kreuze, okay, nicht so deutlich. Aus Italien. Aus Italien, ja. Wir haben keinen Deutsch, wir haben keinen Schweizen. Tschechien. Ja, Österreicher, ja auch. Patrick Konrad. Was für ein Österreich willst du jetzt erwarten? So starke Österreicher haben sie nicht. Wenn ich hier mal gucken. Ach, ist egal, das gucken wir nicht hier. Das gucken wir nächstes Mal. Oder überhaupt, wenn überhaupt mal. Also, mal hier frische. Christian Mager hat eine gute ausgezeichnet bei Rhythmus. Könnt vielleicht jemand hinhauen. Also, haut rein. Bis dann und ciao.